when you're a jet, you're a jet. All the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. Company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet. Now I know Tony like I know me, and I guarantee you can count him in. In, out, let's get cracking. Wir haben es geschafft, wir waren drinnen, im Rathaus, in der Videokonferenz mit dem UBM und der Kulturdezernentin über die Markthalle, und der Baudezernent erzählte, wie es abgehen sollte. 10 Jahre Planung. Als wir dann vor der Online-Tür standen, Zutritt verweigert. Da hat mich da noch jemand reingelassen. Und da ging natürlich die Post ab. Wir haben überdies, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion eine sehr positive Einstellung zu einem solchen Projekt. Rechts die Darstellung hat nochmal dargelegt, genau diese Leiste, wie sich mengenmäßig zueinander man sich einen solchen Nutzungsmix vorstellen kann. Ja, vielleicht an der Stelle ein kurzer Cut, dann würde ich an Frau Dr. Jenicke übergeben. Ja, herzlichen Dank, Herr Dienberg. Ich denke, dass Herr Dr. Ebert dann auch gleich ergänzen kann. Vieles ist jetzt schon gesagt worden. Vielleicht zwei Aspekte nochmal, die ich nochmal vertiefen oder intensivieren würde gerne. Der eine ist, dass Sie gehört haben, dass das Gutachten zu dem Ergebnis kommt, dass die Markthändler auf dem Wochenmarkt tatsächlich kein Interesse, im Großen und Ganzen kein Interesse haben, in die Markthalle zu wechseln, sodass es also hier wir nicht mit Kannibalisierungseffekten rechnen. Sie meinte natürlich Kannibalismus. Wir rechnen mit keinem Kannibalismus. Der Berliner Candomblé-Kult wendet sich strikt gegen jeden Kannibalismus. Das sind nichts als Verschwörungstheorien aller Luxemburg. Und wenn Sie sich vorstellen, was wir auch für ein dort für ein Angebot vorhalten auf dem Wochenmarkt, dann ist es in der Tat nicht das, was uns für eine Markthalle vorschweben würde. Das gibt's also, das kann man sauber voneinander auch abgrenzen, in der Hoffnung, dass dann auch die Kaufkraft hinreichend ist, um beide Märkte auch angemessen umsatzmäßig bedienen zu können. Und das direkt in der City. Aber nein, Sie bauen alles zu mit einer Markthalle. Ach, die BI-Leuchtnerplatz setzt sich ein für einen leeren Platz. Dann streiken wir die Markthallenarbeiter wie 1920. Ja, am besten gar keine Markthalle. Dann kann auch nicht gestreikt werden. Dann müsste nach menschlichem Ermessen mit einer Bestätigung des B-Plans, mit dem Beschluss zum Tauschpaket, der Weg frei sein für einen Zeitplan der nächsten, ja, ich sag doch jetzt mal ganz kühl, der nächsten 10 Jahre. Wir Leute von der Bürgerinitiative Leuschnerplatz, BI Leuschnerplatz, wir wollen die Natur in der Stadt, dass die Amseln singen. Und die Nachtigall flötet in der Nacht und die Hasen, die spielen auf dem Rasen. Ah, sie tummeln sich in der Sonne und im Regen im Park. Hey, hey, den wollen wir mit Wasser und Grün mitten in der Stadt und Erdbeerbeeten natürlich. Aber sie bauen alles zu, pflastern es zu mit Juristengebäuden und Geschäftsgebäuden und Wohnanlagen und der Markthalle.
Ein-Millionen-Projekt mitten in der Stadt. Hey, super. Und wo bleibt die Natur? Wo bleibt die Natur? Wo bleibt die Natur? Die Natur, die Natur, die Natur. Ja, wo bleibt sie? Dann müsste nach menschlichem Ermessen mit einer Bestätigung des B-Plans, mit dem Beschluss zum Tauschpaket, der Weg frei sein für einen Zeitplan der nächsten, ja, ich sag doch jetzt mal ganz kühl, der nächsten 10 Jahre. Herr Vormann aus dem Rathaus hat mir noch etwas gestellt. In der UNO in Genf, demnächst, der UBM, er will fliegen. Er soll mit der Bahn fahren. Da treffen sich die Leute in Genf. Und er weiß noch nicht, ob er geht. Mal sehen. Macht's gut. Bis demnächst. Vom Städtetag oder aus Genf. Ciao. Stelle ein kurzer Cut und ein kurzer Schnitt zum Thema Markthalle und dann würde ich an Frau Dr. Jenicke übergeben.